die ich dazu brauche. Weil die höherwertigeren. Ah, jetzt habe ich wieder einen. Wer will ich eigentlich erst später benutzen? Dam, dam, da bin ich da. Punkt 2. Na, von mir aus. Und verbessert, yay. Ah, ich bin schon gut. Was kann man denn hier alles mitnehmen? Das ist echt geil. Mitnehmen, mitnehmen und mitnehmen. Mitnehmen. Einfach alles. Das ist übelst cool. Jetzt kann ich wenigstens ein bisschen was herstellen. Und zwar. Oh, nee. Muss nach links. Und jetzt Magika regenerieren. Oh. Und jetzt kann ich ein bisschen Guerilla-Zeug machen. Obwohl, nee. Da kenne ich noch nicht so viel von. Ektoplasma. Was kann man noch mit Ektoplasma machen? Und wieder haben wir was gefunden. Wie geil. Taschendiebstahl verstärken. Was ist denn das bitte für eine Pflanze? Sowas unterstützt. Ah. Was ist denn nur mit dem Ding los? Ups. Und das Spinnen. So. Dann auch hier ein bisschen. Ein Streufett. Damit kann man leider auch nicht sehr viel machen. Und wieder mal erfolgreich etwas hergestellt. Nur dumme Resistenztränke braucht eigentlich niemand wirklich. Was ist denn hier? Und wer sieht mich bitte? Nein, gibt's nix. Ah. Die Wiederherstellung. Würdet ihr sagen, die Schule der Wiederherstellung ist eine legitime Schule der Magie? Würdet ihr? Ja? Es ist wirklich ganz einfach. Manche, die wir nicht durch die Nennung ihrer Namen ehren wollen, sagen, dass die Wiederherstellung nicht legitim ist. Nun, sie schlugen vor, meine Ressourcen für meine Studien der Wiederherstellung sinnvoller einzusetzen. Für jeden anderen Zweck, um genau zu sein. Es geht aber nicht nur um die Heilung von Schnittwunden und Prellungen. Die Untoten sind eine sehr reale, äußerst gefährliche Bedrohung und die Wiederherstellungsmagie kann sie in Schach halten. Von den Vorteilen von Schutzzaubern einmal ganz zu schweigen. Wie kann es sein, dass Schutzzauber immer wieder übersehen werden?
Es ist mir ein Rätsel. Das stimmt aber auch wirklich. Nun, nein, nicht wirklich. Nicht direkt, meine ich. Aber ich weiß, dass hinter meinem Rücken geredet wird. Gespräche verstummen, sobald ich einen Raum betrete. Ich weiß sehr wohl, was hier vor sich geht, und ich werde es mir nicht gefallen lassen. Ah, die ist doch paranoid. Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Ja, super. Hä? Was soll das denn? Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Hm. Interessante Sache. Ah, das kostet viel zu viel. Irgendwann kriege ich sowas bestimmt nochmal geschenkt, aber nee. Ständiger Schutz. Zu 60 Schadenspunkte durch Zauber oder Effekte. Cool. Ah, was nimmt man denn mal? Leichter Schutz. Ständiger Schutz. Jupp. Habe ich das denn eigentlich schon irgendwo mal gelesen? Das weiß ich jetzt nicht. Schon. Ach, zum Glück nicht. Wiederherstellung. Mhm. Novize. Mhm. Warum Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können? Hat denn die sonst nichts? Nö. Also gut. Leider wollen die mir nicht mehr zeigen, geben, was auch immer. Was echt sehr, sehr schade ist. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Immer dieselben. Immer denselben Dreck. Ist echt schade. Ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche erläutern. Ich würde ja wirklich gerne hier... Mirabelle leistet wohl gute Arbeit als... Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung. Aber irgendwie ist hier niemand da. Da ist Cat. Also gut. Wo geht's jetzt lang? Stiel, Stab der Kernmacht für Malorselot. Das machen wir doch mal. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir das so klein noch mitgehen lassen. Ihr seht schlimmer aus. Meine Tage an der Akademie. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Und er hat auch nichts. Also gut. Ich versuche einfach nur in Ruhe zu trinken, in Ordnung? Die haben ja echt nur Mist. Ey. Dagur und ich, ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Hm. Meine Bücher kann ich eh nicht verkaufen, von daher. Ah, genau. Das kann weg und das kann weg. Die Halskette kann ich behalten. 5% schneller. Das kann eh weg. Bis zum nächsten Mal. So, dann haben wir den mal wieder geklaut. Oh Gott, nee. Das ist echt dumm ausgehen können. Wenn ihr mit der Akademie zu tun habt, könnt ihr gerne... Na, wollen wir diesen Hunger stillen? Oh, nee. Hier kann ich meine ganzen Zutaten loswerden. Und sogar noch ein klein wenig Kohle dafür bekommen. Mhm. Asso sagt, dass sein Paar sagt, dass die Akademie viele böse Dinge tut. Aber die Magier, die ich gesehen habe, sehen nett aus. Ich bin so gemein, ey. Das gibt's nicht. Ach, gibt's echt eine schöne Verarsche zu. Vor allen Dingen genau gegenüber.
Habt ihr euch verlaufen? Meine...